Diese Veranstaltung wird mit unterstützt von Blind durch Hamburg. Erlebe und entdecke die schönste Stadt der Welt aus der Sicht eines Blinden bei einer außergewöhnlichen Stadtführung, die definitiv deine Sinne fordert. Weitere Infos auf blind-durch-hamburg.de. Also ich hab die Waffe. Ach, okay. Ich habe den Abgrund gefunden. Du musst eins werden mit dem Blatt. Ja, es geht. Ja, die erste Stufe. Und jetzt bin ich tot. Jetzt bleib doch endlich stehen auf dem Scheißteil. Das ist positives Jammern. Nein, es ist nicht. Nein, na, ich verliere all meine Leben. Oh, die Farben sind ja unglaublich. Ich bin ja, oh. Das ging mir damals genauso auf den Sack, wie es mir heute auf den Sack geht. Ich höre die gar nicht bei mir. Och, nee, sind die dämlich. Wie würdest du dieses Spiel mit wenig Worten zusammenfassen? Meine Augen! Die Perspektive ist zum Kotzen, die funktioniert nicht. Ich will nicht mehr. Ich höre einfach nur zu, das ist herrlich. Ich habe immer am Sonntag spätestens versagt. Ja, aber dann streng dich doch einmal an, dann können wir Schluss machen. Ich bin durch. Zu einer neuen Sondersendung von uns auf Twitch vom Retro Spiele Club aus Hamburg vom Retro Comfort Podcast. Einige werden sich jetzt fragen, warum schon wieder eine Gala? Da war doch schon eine am 5.12. Ja, und wir waren glücklich hinterher. Ihr habt uns wirklich geholfen, dass wir jetzt noch da sind. Ihr habt die Hilfe für 3 Monate uns gegeben und damit auch ja, einen Einstieg ins neue Jahr für uns gesichert. Staatliche Hilfen haben wir weiterhin noch nicht bekommen, da ist einiges unklar. Wir arbeiten daran. Und wie ihr ja jetzt gehört habt, ist der Lockdown weiter verlängert. Und wir wollen einfach auch eine gewisse Sicherheit haben, dass wir dieses Jahr für euch, für uns, für alle weitermachen können. Ja, wir haben auch dieses Mal ein besonderes Programm für euch in dieser Gala, denn wir spielen Spiele mit ihren eigenen Entwicklern. Ob die dann noch aktiv mitspielen, das werden wir gucken. Außerdem haben wir in den Panels noch spannende Talks, hoffen wir, denken wir. Und es gibt einen abschließenden Open-End-Stammtisch. Da werden wir auch noch einiges zu quasseln haben. Ich denke auch, da werden einige Leute noch vorbeikommen. Also wir freuen uns auf euch. Ja, außerdem wollen wir natürlich auch auf unsere Podcast-Projekte wieder aufmerksam machen, auf unseren Retro-Pod, auf unser Retro-Pod-Universum. Und auch da wollen wir weitermachen. Viele Ideen sind ja durch Corona entstanden. Und auch die möchten wir nach der Corona-Krise natürlich weitermachen. Und da kann man uns helfen bei Patreon und Steady. Ja, wir wollen euch nicht nur Unterhaltung bieten, sondern wir möchten euch natürlich gerne auch was zurückgeben. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jedem Unterstützer, der im Januar bei Patreon oder Steady neu abschließt, der kann, wenn er möchte, Steam-Keys im Wert von 25 Euro dazu bekommen. Muss einfach nur schreiben. Und jeder Einzelspender von euch kann auch einen Key bekommen. Schreibt da einfach mit in die Spende mit rein. Ich freue mich über den Key. Dann kriegt ihr den. Weiterhin wird es natürlich in diesem Jahr noch das versprochene große Dankeschön-Event hier in der Location, unserem bespielbaren Museum, geben.
Und auch an den Donnerstagen, sobald wir dort wieder öffnen können, bei unserem Open House, seid ihr herzlich willkommen. Denn wir wollen natürlich auch zeigen, was ihr hier mit unterstützt habt und was wir hier gemeinsam aufgebaut haben. Ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns auf jeden Fall auch im Jahr 2021 wieder, wie gehofft. Und ich bitte euch, lasst uns dafür gemeinsam sorgen, damit unsere Projekte weiterhin funktionieren und die Location hier erhalten bleibt. Denn ohne euch als Community wird das hier nichts und nur so können wir das alles durchführen. Ja, hi, hier ist der MHB75 und ich bin gerne Videostammtisch, weil es ist wie Zocken, eine gemütliche Runde, wie früher. Und ja, es tut einfach gut. Also, ciao. 2019 auf der Weihnachtsfeier im Retro-Spiele-Club Hamburg hatte ich die Möglichkeit, endlich die Leute kennenzulernen, die ich sonst im Podcast oder im Stammtisch gehört hatte. Und auch wenn 2020 durch Corona sehr vieles unmöglich wurde, so hatten wir doch die Möglichkeit geschaffen, gemeinsam zu spielen und Spaß zu haben. Und das ist etwas, das ich auf keinen Fall mehr missen will. Ja, und weiter geht's mit dem nächsten Panel. Ein Dank geht schon mal an Stefan im Hintergrund, da kam eben gerade wieder eine Spende. Vielen, vielen Dank. Und wer jetzt den Hintergrund sieht, der kann vielleicht schon ahnen, was wir vorhaben. Wir spielen Ports of Call und wollen ein bisschen darüber reden. Und wir haben einen der Macher hier, nämlich den Rolf-Dieter Klein. Herzlich willkommen bei uns im Panel. Super, dass es geklappt hat. Hallo. Ja, hallo, hallo. Genau, das ist doch wieder sehr schön heute. Ja, genau. Ja, auch da wieder an den Chat, wer Lust hat, Fragen zu stellen, gerne reinschreiben, wir geben das dann immer weiter und der Raumfahrer schreibt schon, dank Ports of Call war er in der Schule immer unausgeschlafen, er hat auf der Amiga gespielt von früh bis abends jeden Tag und er möchte sich beim Diplom-Ingenieur Rolf der Kleinen für die vielen schönen Stunden jetzt schon mal bedanken, geben wir gerne weiter. Ja, vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie das eigentlich anfing, weil Sie sind jetzt nicht der typische Spieleentwickler, der aus der Branche kommt. Das war ja wirklich irgendwie wahrscheinlich eine andere Geschichte dahinter. Ja, genau. Ja, das entstand eigentlich ganz witzig mit dem Programm vom Norddeutschen Fernsehen. Da hatten wir eine Senderreihe gemacht für den NDR und mussten da Drehbücher schreiben für Mikroelektronik, fürs Schulfernsehen. Der NDR Kleincomputer, der Name kommt auch nicht von ungefähr. Und da war ich damals mit dem Martin Ulrich, das ist der Regisseur von der Fernsehsendung, dabei. Wir haben halt nebenbei C64 Spiele gespielt. Damals gab es da C64 noch und hatten uns dann überlegt, irgendwann mal, eigentlich könnte man mal ein eigenes Spiel machen. Da hatten uns so Sachen wie Hanse eigentlich super gut gefallen, Mule, so typisch diese Handelsspiele damals. Wir sagen, machen wir was Eigenes. Und der Martin Ulrich kommt ja aus Bremen und kennt sich mit der Schifffahrt sehr gut aus. Also haben wir gedacht, machen wir was Hübsches, Maritimes. Und so haben wir dann quasi auch noch ein Drehbuch geschrieben für Ports of Call. Das wurde erstmal so wirklich als Drehbuch verfasst, das Ganze, als Skript. Und so ist es damals entstanden. Ne? Genau. Ja, wir können ja einmal in das Spiel reingucken. Robin, ja, schalt bitte mal kurz auf mein Panel, danke. Man kann einen Hafen suchen, einen Heimathafen. Da nehmen wir natürlich passenderweise mal Hamburg, weil da sitze ich ja gerade. Vielleicht bekomme ich mal so eine Einführung, als wenn ich das Spiel jetzt nicht kennen würde. Was kann ich jetzt machen? Was muss ich jetzt hier machen? Ja, also Hamburg ist, erstmal ist natürlich die Wahl der Hafenstadt ganz wichtig, weil die bestimmt nachher später die laufenden Kosten. Da darf man, das ist jetzt schon mal eine schöne Geschichte, man nimmt gerne den Heimathafen von Industrieland zum Beispiel und dann hat man eigentlich schon verloren. Das ist nicht so günstig, weil dann die Steuern sehr hoch sind. Okay. Besser ist so ein Drittland und dann kriegt man natürlich auch Seeleute günstiger und so weiter. Das wird im Spiel alles berücksichtigt. Dann stehen praktisch immer die Statistiken der jeweiligen Städte dahinter. Typische Verbrauch, Steuern und so weiter und so fort. Also das ist schon mal, die Stadtwahl ist sehr entscheidend. Gut, und wir wollen einmal die Mechanik mal verstehen. Hamburg ist aber nicht so schlimm, auch schon mal cool. Als nächstes brauchen wir natürlich ein Schiff, sonst geht natürlich nichts mit dem Handel. Man hat ein gewisses Startkapital, mit dem man sich da überhaupt was kaufen kann und geht jetzt dann erst einmal rechts zu dem Icon Schiffe. Und da kommt man jetzt zu Kara, das haben wir damals so genannt. Wir haben nur einen Spieler, deshalb taucht jetzt hier nur ein Feld auf. Der Schiffbroker. Und bei dem Shipbroker kann man sich jetzt verschiedene Schiffe holen.
mit dem Kapital von 4 Mio so Low Cost oder Pre und würde gerade noch gehen. Das unten, das ist dann so ein typischer Seenverkäufer, ist schön billig, hält halt nicht so lange, aber kann man schon mit starten. Also wenn man jetzt auch beigeht, dann kaufen wir mal die Kiste. Und mal gucken. Genau, da gehört einem auch alles von, weil bei anderen Schiffen kann man teilweise mit Hypotheken arbeiten. Muss man jetzt noch taufen, das Ding, so wie Titanic zum Beispiel oder sowas. Bei dem Preis auch eigentlich ein ganz guter Name, ne? Ja, genau, das passt schon. Da ist natürlich, wenn man nachher mal nachschaut, die Schiffseigenschaften sind sehr unterschiedlich, aber bei diesen Low-Cost-Schiffchen, die sind halt, wie man oben schon an dem leichten Rost sieht, nicht unbedingt so günstig. Aber man kann damit auch durchaus Geld verdienen, wenn man ein bisschen Glück hat und sorgfältig mit umgeht, kann man sich auch mit den kleinen Schiffen eigentlich hocharbeiten. Also es geht natürlich jetzt darum, als nächstes irgendwelche Frachten hin und her zu fahren. Aber erst brauchen wir mal das Schiff. Ja, also ein kleiner Hinweis, bei irgendjemandem ist hinten Ton angewiesen, eben wegen Hall. Bei Robin hat es eben ganz extrem gehallt. Ich weiß nicht, woher das kam. Was muss ich hier bei Deposit jetzt machen? Nichts weiter bezahlen. Das ist, was man zusätzlich ausgeben möchte. Das bezieht sich aber nur, wenn eine Hypothek drauf ist. Dann kann man das Schiff auch komplett bezahlen. Das ist hier in dem Fall schon komplett oben. Jetzt haben wir nur noch 3 Mio, sieht man. Vielleicht ganz gut, den Puffer so ein bisschen zu behalten, damit man muss das Schiff ja auch noch betanken. Das darf man nicht vergessen, das kostet auch Geld. Da geht unter Umständen auch erstmal Geld weg, bevor man überhaupt was groß gewinnt. Das ist dann alles, kann man Exit machen. Hier kann man die Schiffe natürlich dann auch wieder verkaufen, wenn man möchte. Und jetzt drückt man auf Start. Also man kann auch ins Büro gehen mal kurz. Vielleicht schauen wir uns das noch ganz schnell an. Und da kann man jetzt so typische Sachen machen wie umziehen zum Beispiel. Wenn man sagt, das mit dem Hamburg wäre vielleicht doch keine gute Idee, dann könnte ich jetzt hier umziehen. Das kostet aber ein Schweinegeld. Das sollte man also am Anfang nicht unbedingt tun. Und ansonsten, ja, man kann schauen, wo die Schiffe sind, was gerade der Status ist und so weiter, ein bisschen Statistik anschauen. Ab und zu sollte man ins Büro gehen, weil wenn man nie ins Büro schaut, das ist wie in der Realität, dann könnte es sein, dass da mal irgendjemand vorbeischaut und ein bisschen was wegräubert oder so. Also ab und zu mal reingucken. Ja, Patrick, jetzt hast du dein Bild ein bisschen größer. Man sieht unten rechts nicht alles. Ja, im Moment ist ein bisschen schwierig, weil ich das parallel gerade live im Netzstream mache. Mal kurz, mal klar, Moment. Ein paar Sekündchen. Ja, vorher die Startauswahlleiste, genau. Ja, ich muss die nur einmal kurz wiederfinden. Da unten sieht man so den Zeitablauf. Das wird in Tagen, wir haben das ganz neutral gemacht, gar nicht nach Jahreszahlen oder so, sondern einfach, man startet halt in irgendeinem Jahr. Das ist jetzt so typischerweise, naja, sag mal 1960, 70 oder so rum von den Schiffen hier, könnte man sich das so vorstellen. Und dann sieht man, welche Zeit da jetzt vergeht. Genau, jetzt können wir mal starten. Ich drücke auf Start, okay, habe ich gemacht. Jetzt läuft der Simulator, da sieht man jetzt auch die Windstärken eingeblendet. Das ist übrigens eine reale Karte, die dahinter steckt. Ja, jetzt ist es schon angekommen, also das Schiff ist jetzt frisch eingelaufen, weil wir haben es ja gerade gekauft. Jetzt können wir mal gucken, Schiffscondition 59%, also super Hit ist es nicht. 100 wäre besser. Wir können es ja mal absichtlich so lassen, ein bisschen vielleicht. Dann machen wir, was ist Refuel? Ja, Refuel kann man schon mal machen. Also Refuel heißt betanken. Geht so. Man muss da rechts auch immer auf den Preis Dollar pro Tonne achten. 94 ist einigermaßen okay. Also es gibt auch günstigeres und teures. Und das nächste, was man jetzt machen könnte, Layup brauchen wir nicht. Das heißt auflegen. Also wenn jetzt gar keine gescheite Fracht da ist, dann legt man das Schiff einfach mal einen Tag auf und schaut, ob am nächsten Tag irgendwelche besseren Angebote gibt. Charter kann ich jetzt chartern, also und Repair kann man natürlich jetzt reparieren. Aber machen wir mal Charter. Repair dauert ja auch entsprechend. Jetzt geht es darum, den Zielhafen, man kann nicht, die Frachten sind natürlich nicht überall hin, sondern nur in bestimmte Häfen und bestimmte Produkte. Jetzt kann man das kombinieren, zum Beispiel, wo sind wir in Hamburg? Naja, Hongkong ist eine schöne weite Strecke. Je weiter, desto mehr Geld gibt's. Und je nach Ballast ist dann eine Leerfracht. Manchmal gibt es nur Ballast, also es gibt immer mindestens Ballast. Schauen wir mal, was jetzt am meisten bringt von der Rate. Plastik. Dann nehmen wir noch die Plastik. Es ist keine Terminfrachten, es werden manchmal Terminfrachten angeboten. Die sind gerade bei den Low-Cost-Schiffen ziemlich kritisch, weil da muss man rechtzeitig ankommen. Wenn man das nachkostet, ist es ein Schweinegeld pro Tag. Jetzt können wir Load machen. Load heißt beladen und dann geht's los. Das Schiff braucht jetzt ein bisschen zum Beladen. Die älteren Schiffe brauchen etwas länger, so 3 Tage, muss man auch bei Terminfrachten berücksichtigen. Jetzt kann man Tax nehmen, das kostet Geld, $5,000 oder man fährt von Hand raus. Ich erinnere mich, dass ich sehr oft früher Schiffe versenkt habe. Ja, wenn man jetzt von Hand raus fährt und das Schiff an die Kaimauer ditcht, dann kostet es Prozente. Bei 59%, die wir jetzt schon haben, ist es keine gute Idee. Manchmal muss man das, wenn man kein Geld mehr hat. Also man soll es eigentlich normalerweise rausfahren. Das Einfahren bringt Statuspunkte. Man kann sich dadurch nachher bessere Schiffe kaufen. Also es empfiehlt sich dann schon ab und zu mal manuell
in die Häfen zu fahren oder durch Riffe oder sowas, da alles auftaucht. Soll ich das manuell Ja, rausfahren kann man eigentlich relativ leicht. Das ist einfacher als reinfahren. Schauen wir mal, was wir für einen Hafen haben. Ja, das sollte eigentlich ganz gut gehen, wenn ich das so sehe. Das Schiff mal gerade raus und dann... Ich such gerade die Tasten. Ja, geht auch einfach mit der Maus um an den Hebel da von der Mitte von dem Schiff gehen. Also rechts in dem Fahrtregler praktisch. Da kann man es auch nach oben steuern, andere Richtung, glaube ich. Ich sehe jetzt das Schiff selber nicht, ist etwas vom Kopf verdeckt. Ja, es reagiert, es reagiert gerade nicht. Dauert. Du musst einmal nach vorne, du musst einmal auf den zweiten Punkt über den Grauen. Ja. Das geht schon, fährt schon raus. Und dann links ein bisschen, jetzt schon links, Patrick. Wo ist links, rechts? Ach, da unten. Unten. Ist das falsche links? Ja, das ist jetzt, ja, weil er rückwärts fährt, genau. Ach so, du fährst rückwärts, ja, jetzt erkenne ich es auch. Das ist wie beim Einparken. Da Patrick Mini fährt, wird er nicht einparken können. Ja, das ist ja. Ich sag doch, ich habe hier gerade ein Problem. Ah, jetzt so, okay. Muss jetzt wenn man das so lange braucht, gibt es auch Strafe, ne? Ja, das ist super. Das könnt ihr nachher besser spielen. Das ist aber hier mit der in der Konfiguration schwierig gerade. Jo. Weil man auch erstmal wissen muss, was ist jetzt vorwärts und was ist rückwärts. Da ist dann auch so eine kleine Sanduhr noch zu sehen im Allgemeinen. Das glaube ich oben rechts. Rechts ist die aktuelle Geschwindigkeit und links ist das, was du gerne hättest. Genau. Was ich gerne hätte, ist vorwärts. Ja, okay, musst du vor der Kanne rückwärts und wieder zurück in die richtige Spur. Ja, ich bin dabei. So, das Problem ist, ich habe einen leichten Delay und ich sehe natürlich nicht. Ja, bis vom Bildschirm her, ist sie schon. Jetzt könnte es aber tatsächlich gut gehen. Das würde ich jetzt so auf der Geschwindigkeit lassen und nur noch lenken. Vorsicht, dass in die andere Richtung, ja, ich sehe schon. Ich bin hier zu heftig. Wir sehen live den ersten Crash des Tages. Nein, jetzt muss ich aber die Geschwindigkeit ändern. Nee, nicht die Geschwindigkeit ändern, wird der Träger. Lenken, doch, lenken. Vorwärts. Jetzt ist es spielen. Schauen wir mal. Okay, Crash. Okay. Naja, was sind denn schon 20.000? Geht schon. Das machen wir mal no, weil sonst ist es ja langweilig. Ich merke, ich habe es lange nicht gespielt tatsächlich. Robin, stell doch mal wieder auf die anderen Panels einmal länger. Die scheitern sehen. Robin, zeig du uns, wie es geht. Jetzt, nein, ich habe noch gar nicht begonnen. Also wir können ja gerne... Ah ja, ich sehe schon das Untergang von dem Schiff gerade. Die 47% waren dann doch ein bisschen arg wenig. Ja, ich schalte das mal ganz schnell weg. Das möchte ich nicht den Leuten zuhören. Blub. Und die Haifische kommen. Nein, das ist nicht gut. Weg damit. Ich hatte schon recht. Mir ist das Programm abgeschmiert. Oh je. Mhm, ja. Sollte eigentlich selten passieren, sowas, ja. Also ich kann ja mal hier meinen ganz kurz zum Chat. Hier wird geschrieben einmal, dass das Spiel teilweise nicht spielbar sei, weil wenn man am Anfang nur ein paar Hunderttausender verdienen kann, wird bei jeder Fahrt 1 Million abgenommen. Da hat man Schwierigkeiten. Katriona Drummond schreibt, das Hafen-Rein-Raus-Spiel hat mir früher das Spiel versaut. Ja, und der Raumfahrer sagt, er nicht. Für ihn war es eine angenehme Abwechslung, aber nicht immer, aber öfter. Sehr schön. Ja, gibt's ein paar Sachen. Man kann am Anfang einstellen bei der Windows-Version, dass man nur die Wirtschaftssimulation spielt, ohne den Hafen-Ein-Aus-Park-Teil. Geht auch, also wer das lieber mag. Das andere ist, ich würde immer empfehlen, die Pre-Owned-Schiffe zu nehmen. Die halten länger, sind stabiler, dann macht man nicht so starke Verluste. Und eines von den größeren, das größte Pre-Owned, also lieber ein bisschen Schulden aufnehmen mit der Hypothek und ein Pre-Owned-Schiff fahren, dann kommt man schneller in die Gewinnzone. Und da gibt es noch so ein paar Tricks. Verkaufen und Kaufen von Schiffen kann man durchaus auch sehr viel Geld verdienen. Man sollte ab und zu mal bei dem Schiffverkäufer reinschauen, was denn so für das Schiff geboten wird, weil der Konjunkturzyklus wird im Hintergrund auch simuliert und Schiffe steigen unter Umständen im Preis. Wenn man die dann verkauft, ein bisschen wartet und wieder ein neues Schiff kauft, kann man zum Beispiel auch sehr schnell sehr viel Geld verdienen und ein besseres Schiff kaufen. Also das sind so die Tricks, die da zum Gewinn führen. Wenn man am Anfang einfach nur mit dem Low-Cost-Schiff fährt, fährt man halt sehr schnell in die Verlustzone und man muss die Schiffe wirklich auf 100% reparieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kommen Ratten und Zeug und Seuchen und alles Mögliche und bei den Low-Cost-Schiffen einfach keine Terminfrachten annehmen. Das grundsätzlich ablehnen. Erst bei Pre-Owned und bei schnellen Schiffen lohnt sich das. Weil die Pre-Owned, die lassen sich schneller beladen und entladen. Und die Low-Cost-Schiffe, die werden eigentlich manuell beladen. Das ist wie früher. Da schleppt jemand irgendwelche Kisten an Bord. Deshalb dauert das so lange. Das sind diese alten klassischen Frachtschiffe. Während die modernen Roro-Lolo-Schiffe, die kann man dann ganz schnell an einem Tag oder weniger als einem Tag beladen und entladen. Das wird in der Simulation auch berücksichtigt.
Ja, im Chat schreibt Komprisma nochmal, das Spiel lief damals auf seiner XT8088 Möhre mit Herkules-Grafik. Und er weist nochmal auf die Top-Programmierleistung hin. Also. Ja, ja, das hat man ja damals sehr optimiert. Also es ist ja auch so, dass jetzt auch bei der PC-Version immer noch einen Amiga-Emulator, den ich damals geschrieben habe, also der sozusagen die Grafikbibliothek vom Amiga simuliert. Und das ist in C geschrieben inzwischen alles. Da waren auch teilweise noch Assembler-Teile dabei für den Sound früher noch. Das haben wir jetzt weitgehend eliminiert. Aber dadurch ist es auch so effizient. Also das Ding braucht eigentlich zur Portierung nur einen Screen, nur eine Memory, in den man reinschreiben kann. Die ganze Grafikbibliothek und sowas ist im Spiel enthalten. Das dürfte auch recht effizient sein. Auch inklusive der Fonts. Das sind die originalen Amiga-Fonts, die es damals gab. Also selbst die Schriftarten haben wir übernommen. Ja. Und Ingo schreibt, ganz kurz ja, einmal, ja. Ingo weist nochmal darauf hin, dass die Grafiken ja von Jim Sex sind. Da hatten wir ja letztens auch einen Videostammtisch, wo wir darüber gesprochen haben. Wie kam das zu der Verbindung zu dem Grafiker? Weil der Mann ist ja wirklich auch eine Koryphäe in seinem Bereich. Ja, das ist richtig. Also davor waren wir ja noch bei Activision. Das war in der allerersten Anfangsphase, haben wir mal die Konzepte gezeigt. Und danach haben wir eigentlich auch schon Gespräche mit Aegis geführt. Und ich bin dann nach Amerika geflogen und habe mich bei Aegis getroffen. Und dort haben wir dann auch den Jim Sachs kennengelernt. Der hatte damals an Defender of the Crown und anderen gearbeitet. Und mit seinem Kollegen zusammen, den Bar heißt der, glaube ich, ja, hat er dann die Grafik für uns überarbeitet und neu gemacht. Also wir hatten ja nur Rohvorlagen geliefert, wie es ungefähr ausschauen kann. Das ist übrigens in dem Buch, was ich jetzt gemacht habe, nochmal zusammengestellt. Das sind die Originalgrafiken von uns. Ich muss mal schauen, Moment, ich habe das auf der anderen Kamera. Ich kann das mal schnell überblenden. Das ist das Buch dazu. Und ich habe hier drin, haben wir hier in den Anfangsseiten, da sind auch die ganzen alten Skripte noch mit drin, die wir mit dem Martin Ulrich gemacht haben. Und auch die ganzen Grafikteile, auch die ganzen alten Bilder und sowas sind da auch mit enthalten. Also alles hier gab es. Ich muss mal schauen, ob ich da eine Seite finde. Das war hier so eine der ersten Seiten, die wir da hatten. Jetzt fällt es natürlich hier um. So. So sahen mal die Grafiken aus, ne? Vor Jim Sachs Zeiten. Da hatten wir eigentlich bei uns. Unten sind dann die neuen Grafiken auch zu sehen. Ne? Im Chat wird gefragt, in welches Genre man das einsortieren müsste. Eher als Harbor-Port-Manager oder Wirtschaftssimulation? Eigentlich schon die Wirtschaftssimulation, würde ich mal sagen. Ist eher. Übrigens, die Version, also die Nachfolgeversion XXL, wo wir ein bisschen mehr am PC noch gemacht haben, die wird sogar zum Unterricht für die Navy verwendet, zum Beispiel in USA, New York. Und in Russland gibt es auch eine Universität, die das einsetzt für die Ausbildung. Also eher zur Wirtschaftssimulation. Der Schiffssimulator hat aber auch seine Stärke. Den hat damals Disney entdeckt. Wir haben ja eine 3D-Version auch davon. Disney Cruise Lines hatte das auch übernommen. Wir haben jetzt für im Moment alle 3-4 Schiffe die Simulatoren auch entwickelt. Also das Ports of Call-Spiel, da dann ohne Wirtschaftssimulation, sondern nur zum Rumfahren der Schiffe. Also der andere Teil, wenn Schiffsdynamik auch relativ realistisch ist. Bevor wir noch mal ein paar Fragen aus dem Chat oder auch aus der Runde hier reinnehmen, eine Sache wollte ich noch mal nachhaken. Stimmt das, dass es damals Probleme gab mit dem Vertrieb des Spiels und da teilweise gar keine Gelder geflossen sind und das Ganze ja manchmal auch sehr ärgerlich war am Anfang? Ja, die Geschichte mit Aegis war leider sehr, sehr ärgerlich. Also wir haben insgesamt nur eine Tafel Schokolade bekommen für das Ganze. Und die haben wir nicht gegessen, weil wir wussten nicht richtig, ob das nicht gefährlich wird zu essen. Wir mussten dann einen Anwalt einschalten aus San Francisco. Und leider hat er uns auch betrogen, haben also Geld hingeschickt für den Anwalt, dass er die Sachen übernimmt und koordiniert. Dann hat einfach nur das Geld kassiert. Wir hätten dann einen weiteren Anwalt einschalten müssen, haben wir irgendwo aufgehört. Aegis ist ja dann, soviel ich weiß, auch zeitnah irgendwo bankrott gegangen. Dann war das eh vorbei, das Problem. Wir haben unsere Verträge immer so gemacht. Das gilt auch für alle Nachfolgenverträge, dass sie automatisch an uns die Rechte komplett zurückfallen, wenn der Vertrieb aufhört oder die Firma das nicht mehr machen will oder irgend sowas passiert. Zum Glück, weil hat sich auch inzwischen schon wieder bewährt, sodass wir jetzt auch alle Rechte wieder haben. Wenn man jetzt neu einsteigen will mit dem Spiel, was ist im Augenblick die Fassung, die da sinnvoll ist bei modernen Geräten? Ich würde das POC XXL nehmen. Also wenn man jetzt mehr den Wirtschaftsteil mag, kann man das POC XXL nehmen. Das entspricht eigentlich dem Klassiker, aber hat halt viel mehr Schiffe und viel mehr Möglichkeiten vom Wirtschaftshandel her. Und es ist dann der 2D-Simulator standardmäßig im XXL enthalten. Und der 3D-Simulator, den kann man zusätzlich dann aktivieren und dann kann man auch in 3D spielen. Allerdings nicht alle Häfen, weil wir haben natürlich nicht alle Häfen implementieren können, nur rudimentär.
und auch nicht alle Schiffe, die es da gibt. Aber das reicht ja erstmal, wenn man damit was machen möchte. Und ist dann schon ziemlich komplex. Da kann man also schon eine Menge machen. Ja, wir können ja mal kurz zu Michael gehen. Ich glaube, der kann besser ausparken oder einparken. Würde ich mal bezweifeln. Also, ist jetzt der zweite Versuch hat. Schaut doch soweit ganz gut aus, ja. Also ich habe zumindest mal die Lücke getroffen, das ist schon mal etwas. Jetzt würde ich, genau, stark. Und Treffer. Vielleicht ein bisschen zu früh. Das ist ein Live-Problem. Robin, hast du schon versucht, ein- und auszuparken? Ich habe zweimal das Schiff auch beschädigt. Einmal war der Hafen in Lagos ein Z, in dem ich mich bewegen musste. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Und in Marseille war ich zu schnell. Gibt einen schönen Kommentar im Chat. Das ist eine Wirtschaftssimulation hinter einer Arcade-Minigame-Skill-Wall. Ja, ja. Das mit dem Schiffs- da gibt es ja noch viele so kleine Action-Elemente, die da auftauchen. Ne? Der Schiffsbrüchige, der, glaube ich, einige an den Rand des Ruins getrieben hat, an den nervlichen. Wenn man den retten will, muss man versuchen, mit der gleichen Geschwindigkeit und Richtung sich dem Schiffsbrüchigen zu nähern. Das hat auch ein bisschen was von der Praxis in der Realität. Das haben wir uns dann einfach so überlegt, wie man das so ein bisschen abstrakt übertragen kann. Aber da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Kurze Frage, ich hatte gerade das Problem, dass ich mit dem Schiff den Hafen nicht verlassen konnte. Ich wusste nicht, wohin. Und dann eigentlich sollte immer ein großer Pfeil da sein, der zeigt, wo man hinfahren muss. Ach so, dann muss ich nochmal schauen. Also ich bin dann, und dann kam schon ein Absturz vorher. Ah, okay. Ich probiere es weiter. Ja, ja. Wie gesagt, wenn die Kollegen Fragen sind, gerne einmischen oder wenn ihr gerade am Spielen seid, uns vielleicht zeigen, wie es besser geht. Ich habe ja schon das Parken aufgegeben. Ach, ich fahre natürlich nicht um Afrika rum, sondern ich benutze natürlich den Suezkanal. Verdammt, $70,000. Das ist immer relativ expensiv. Ja. Ja. Schade, dass er nicht fragt, ob man Suezkanal benutzt oder nicht. Ja, das macht er dann den kürzesten Weg sozusagen automatisch. Ja. Okay. Es lohnt sich im Allgemeinen dann schon, weil die Frachten auch relativ gut sind vom Wert her, aber trotzdem geht da schnell was weg dann. Juckt es bei Ihnen immer, das nochmal zu verändern, wenn man irgendwas sieht? Keine Ahnung. Ja, so ein bisschen. Horn von Afrika vorbeifährt, dann noch Piraten mit einzubauen, verteidige das Schiff oder ich, keine Ahnung. Ja, ein bisschen was haben wir beim XXL ja noch dazu gebaut oder einiges eigentlich in der Richtung sogar. Bei dem Klassikspiel hat man bei einer der Versionen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es die PC-Version, nee, die iOS-Version und die Android-Version war, die Anzahl der Spiele erhöhen müssen, weil die ersten Leute sagen, ich habe jetzt 200 Spiele und jetzt kann ich nicht mehr gescheit durchscrollen durch die Spieleliste, weil die Spiele, die Schiffe immer mehr werden und mehr und mehr und mehr und mehr. Und das waren aber eher Bedienungskleinigkeiten. Ansonsten von den Events her, was wir gerne mal eingebaut hätten, jetzt bei XXL nicht mehr so richtig gemacht haben inzwischen oder keine Zeit hatten, ist Linienschifffahrt noch. Das ist ja eigentlich so die klassische Trampschifffahrt. Also ich fahre irgendwo in den Hafen und dann überlege ich mir was oder frage rum, was gibt es jetzt für neue Angebote, wo fahre ich wieder hin? Und bei den Linien ist es so, dass man halt eine feste Linie gründet, die dann immer hin und her pendelt. Das ist natürlich eigentlich nicht so interessant, aber wenn man viele Schiffe hat, fängt es dann an, lukrativ zu werden und interessant zu werden, das zu organisieren. Und auch bei den, wir haben ja beim XXL auch Passagierschiffe und Tanker fahren ja zum Beispiel grundsätzlich eigentlich nicht mehr Treppschifffahrt, wenn man es richtig machen würde. Da wird ja eigentlich immer irgendein Vertrag geschlossen, mit dem man das dann hin und her pendelt. Aber das Spiel spielt sich halt jetzt erstmal wie Treppschifffahrt, weil da ist es eigentlich spannender. Man kann ja sozusagen auch die Nische nutzen. Ne? Die Linien sind sozusagen im Hintergrund und dann fahre ich halt als eigener Schiffsowner und schaue mal, ob mal gerade der Markt irgendwo was hergibt, was ich noch miteinander fahren kann. Ne? Mhm. Dann schauen 2,4. Ich würde mal Pre-Own versuchen. Vielleicht geht da was. Es gibt eine Frage. Es geht nämlich die Hälfte des Schiffspreises, kann man. Man muss nicht den gesamten Preis zahlen. Eine Frage aus dem Chat haben wir nochmal vom Raumfahrer, ob es noch mehr Cheats gibt als ein Safe-Game-Hex-Cheat. Eigentlich nicht. Also wir haben die Cheats alle brav immer rausgenommen, die ich reinprogrammiert habe. die habe ich von der Kompilation immer sehr schön empfangen. Was eigentlich quasi wie ein Cheat bei der klassischen Version geht, ist wirklich diese Verkaufsgeschichte. Da kann man wirklich sehr, sehr schnell sehr viel Geld machen, indem man einfach nur Schiffe verkauft am Anfang und gar nicht groß mit der Fracht rumarbeitet. Dann kommt man zu viel Geld und kann sich dann die großen Schiffe kaufen und dann fängt sich das an wieder zu lohnen, aber man muss ein bisschen auf den Konjunkturzyklus achten. Das haben wir bei XXL und anderen jetzt abgeschwächt, also dass da der Konjunkturzyklus nicht so stark ausschlägt. Das ist beim anderen so eine Sinuskurve, die da im Hintergrund läuft mit Zufallswerten oben drüber. Wenn man es genau nimmt, ist das halt so der Konjunkturzyklus, den man halt so kennt. Mit wie vielen Leuten wird denn heute noch an dem Produkt gearbeitet?
Eigentlich mache ich das nur noch alleine. Also wir haben ein paar noch von unserem Forum, kommt jetzt im Moment nicht so viel, habe ich jetzt aber auch nicht aktiv nachgefragt. Die haben uns sehr viele Bilder damals geliefert zu POC XXL. Also das XXL ist ja mit vielen, vielen User-Bildern entstanden. Während das Klassik haben wir ja noch von Jim Sachs und Co., die habe ich, falls nötig, dann ja auch selber nachbearbeitet. Aber genau, ansonsten passiert da im Moment nichts wieder. Martin Urich macht passiv noch ein bisschen mit. Da haben wir diese Disney-Geschichte und Konzepte gemacht. Die sind aber eher im Hintergrund. Da dürfen wir jetzt auch auf unseren Homepages nicht offiziell für werben, für die Gestaltung und so. Da sieht die Oberfläche noch mal ein bisschen anders aus. Da sollen die Leute dann bitteschön auf die Kreuzfahrt von Disney gehen, um unser Spiel zu spielen. Aber auch ganz witzig mit Steuerrad, mit vielen Bildschirmen und so. Also das ist ein riesen Drum, ist das dann nachher. Eine Frage haben wir ja noch im Chat. Die Treibstoffpreise, werden die random berechnet oder gibt es einen Wert, der darauf Einfluss nimmt? Ja, das ist tatsächlich so, dass die Industriestädte eher höhere Preise haben und zusätzlich wird der Konjunkturzyklus mit reingerechnet. Also die sind auch ein Indikator dafür, ob die Schiffe gerade günstig oder teuer sind. Also es schwankt sozusagen sinusförmig mit einem Zufallswert und der ist nochmal multipliziert mit einem Faktor für jede Stadt. Also dass es bestimmte Städte gibt, die immer günstig sind. Wenn man die rausfindet, kann man dann sozusagen da mal zum Tanken hinfahren. Gerne auch alle anderen hier im Panel. Was habt ihr noch für Erinnerungen an Ports of Call und vor allem, wie ist es jetzt, es wieder zu spielen? Erinnerungen habe ich gar keine. ich spiele es heute tatsächlich zum allerersten Mal. dieses Minispiel ist auf jeden Fall faszinierend mit dem einen Ausfahren aus dem Hafen. Der Wirtschaftsteil ist für mich noch ein wenig verwirrend. ja. Aber ich denke mal, da werde ich mal das Handbuch konsultieren müssen. Ja, ich würde auch empfehlen, den Bunker jetzt mal zu nachzutanken. Schaut mau aus. Refuel ist angesagt. Ja, das sowieso. Ich habe jetzt gerade längere Strecke gehabt. Ja, genau. Nichts Teures, als wenn einem der Treibstoff ausgeht und man dann abgeschleppt muss auf hoher See. Das Spiel hatte anscheinend auch für einige Leute Konsequenzen. Im Chat schreibt Frank the Tank L, er hat es auf einem Monochrom-Bildschirm gespielt als Kind und danach hatte er eine Grünschwäche. Okay. Eieiei. Robin, wir wollen dich doch einmal einen auspacken sehen. Ja. Ich, wirklich? Ja. Ich muss mir gerade eine fiese Strecke aussuchen, aber ich... In Argentinien gibt es nur leider echt schlechte Deals. Das ist leider. Was haben wir denn da chartermäßig? Ich musste Agricultural Products transportiere ich gerade. Ja, das geht ja meistens sehr, ja. Oh, steer by hand. Komm, jetzt können wir mal hier beim. Ja, wenn du so Irish. Oh ja, danke. Da wollen wir gleich mal hier. Also übrigens, die ganz großen Schiffe, also diese Hightech-Schiffe, haben einen Querstrahlruder. Da kommt noch ein Regler dazu. Da kann man dann parallel ausparken. Hätte ich wahrscheinlich kann ich da jetzt eigentlich einfach nur rückwärts rausfahren, oder? Ja, bitte. Ja, rückwärts rausfahren ist erlaubt. Das geht schon. Ja, das geht. Na? Das ist halt so einfach. Jetzt wird es dann auch eng. Ja, der ist doch schön, ja. Genau. Das ist doch mal was. Wir haben noch ein paar Fragen, die wollen wir nicht unterschlagen. Einmal die Frage, wurde das Spiel auf Android, iOS mehr verkauft als über Steam? Ja, auf jeden Fall, ja. Am Anfang hauptsächlich. Also wir haben es ja vor ein paar Jahren angefangen zu releasen. Und da ging das richtig ab, die Post. Dann auch bei iOS muss ich jetzt alles wieder nacharbeiten. Dann hat uns das Betriebssystem ein bisschen ein Schnippchen geschlagen mit dem Portrait- und Landscape-Modus, der nicht mehr richtig kompatibel ist. Wir haben es ein paar Mal versucht, das auf die Leichte abzuändern, aber ich muss wahrscheinlich das ganze Spiel jetzt überarbeiten, also nochmal neu generieren. Dann wird es auch wieder laufen. Und Steam, ja, kleckert so ein bisschen vor sich hin. Am Anfang ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, kommt immer wieder was rein, also es geht schon. Aber halt, nicht so viel. Ja. Und dann gibt es noch eine Frage, die finde ich lustig, weil sowas hatten wir natürlich schon mal. Es wird der Hintergrund beobachtet. Und der Komprisma fragt, für was sind denn die ganzen Oszilloskope im Hintergrund? Welches Hobby betreibt er denn noch? Naja, man muss es ja fast umgekehrt sehen. Also genau, eigentlich mache ich ja Entwicklung im Hard- und Softwarebereich, zum Beispiel Satellitentechnik. Für die Technische Universität München habe ich jetzt, sind zwei Satelliten von mir, die Transmitter, Transceiver im Weltall. Senden da auch im Moment brav vor sich hin. Genau, und dann machen wir viele andere Forschungsprojekte, zum Beispiel im Bereich von Blutzucker, berührungslose Blutzuckerforschung, also nicht invasive Glukosemessungen heißt das. Und
noch ein paar solche spannenden Themen auch. Das ist eigentlich so meine Hauptprofession, Entwicklung verschiedenster Bereich Hard- und Software, also mit Embedded-Controllern, also mit Mikrocontrollern und genau, mit HF-Technik halt auch. Deshalb auch viele hier, ich schau mal, ob ich das ein bisschen schwenken kann, Spektrum-Analyzer und Gerätchen dieser Art sind da hier im Hintergrund auch zu sehen. Genau, da wimmelt es da nur so von. Funkamateur bin ich dann auch noch. Das ergibt sich ja dann fast zwangsläufig da draußen. Wie viel Zeit bleibt denn da noch für Ports of Call und die Pflege dieser Marke? Ja, so immer wieder mal ein bisschen. Ja, also man müsste sich ein bisschen mehr Zeit nehmen tatsächlich. Ich habe es immer wieder auf der Wunschliste. Und wir versuchen da jetzt auch mal irgendwie ein bisschen mehr Power reinzukriegen. Jetzt haben wir mal schauen, ob wir eine Neuportierung mit Qt5 machen können, wo man einfach mehrere Plattformen gleichzeitig handeln kann, um das XXL mal zu portieren. Weil das ist jetzt in Visual Basic geschrieben, ist natürlich sehr schwierig im Moment auf den aktuellen Windows 10 Systemen überhaupt noch vernünftig zu pflegen. Also es, wir haben es jetzt seit einigen Jahren eigentlich nicht mehr neu kompiliert. Wäre jetzt mal dringend fällig, da was Größeres zu machen. Dann hat man ja zwischendurch mal Versuche gemacht mit den 3D-Engines wie Unity oder Unreal Engine. Ja, nicht ganz einfach. Da hat man viel zu viel 3D-Last natürlich wieder dabei. Das wäre jetzt für den PoxSim 3D2 eigentlich ganz cool. Da haben wir eine eigene Engine für entwickelt. Aber wie gesagt, die Multiplattform-Sache würde mich sehr reizen, das jetzt nochmal damit anzugehen. Und ich glaube, wenn man dann einmal wieder richtig drin ist, dann geht es auch wieder schnell voran. Und so Kleckerzeit ein bisschen machen wir nur Wartung, also Notfallplanung sozusagen, wenn irgendwas nicht geht im Betriebssystem, schnell mal Patch machen oder so. Das geht schon. Hält sich ja zum Glück relativ stabil im Moment, die ganze Sache. Wie oft werden Sie angesprochen auf das Spiel noch? Auch vielleicht im Job, wo man nicht damit rechnet, dass einer das Spiel kennt? Passiert ja, relativ häufig. Ja, natürlich. Nach dem Motto, das kenne ich doch von Ports of Call her, hatten Sie nicht das Spiel und so. Das kommt relativ häufig vor. E-Mails haben wir auch so 3 ungefähr pro Tag. Das ist auch nicht so schlecht. Jetzt auch über unseren Online-Shop kommt ja doch auch noch einiges rein. Und Leute holen sich jetzt gerade in Corona-Zeiten relativ viel. Das Spiel aus aller Welt wird es geshoppt. Also in Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden und sowas sind so viele Quellen, wo noch sehr aktiv gekauft wird. Auch Deutschland und auch Australien und so weiter. Also da kommt schon einiges. Es kleckert sich halt so von allen Seiten mal ab und zu da und dort. Genau. Aber das Lustigste damals war ja, wo ich in Los Angeles gefahren bin, damals auch zu dieser, nach der Aegis-Zeit natürlich, einige Jahre danach, wo mich ein Taxifahrer erkannt hat aufgrund des Bilds auf dem von Ports of Call. Wirklich? Ach, Sie sind doch der von Ports of Call. Genau, ich spiele doch das Spiel und so. Ja, da habe ich gedacht, das gibt's aber nicht. Das Bild gerade eingebildet. Das gezeigt. Ja, das ist, glaube ich, das Bild. Das kommt, wenn man es lädt, ganz kurz, so 10 Sekunden. Und da sieht man sie. Das sah ja auch ähnlich aus. Aber das gleiche Gesicht, man sieht es schon, das ist wirklich toll. Und ja, der Martin Ulrich, das war der Musiker dann, ne? Oder was ist das? Nein, Regisseur. Martin Ulrich macht eigentlich auch hauptsächlich Industriefilme, hat da auch sehr viele Preise gewonnen und sowas im Bereich Industriefilm. Da hört man natürlich jetzt in der Öffentlichkeit nicht so viel von. Das sind typischerweise Werbefilme für Industrie und sowas auch. Und wir beide sind tätig gewesen. Auch ich bin jetzt immer noch tätig als Juror für Industriefilm. Das ist so wie die Oscar-Nominierung für die normalen Filme, machen wir sowas für Industriefilme. Also wenn jetzt Daimler Chrysler und Pipapo irgendwelche neuen Filme macht, dann werden die von uns begutachtet und Preise vergeben, zusammen mit Studio Hamburg und mit anderen Mitgliedern. Das ist so der Filmteil, den ich sozusagen von Martin Ulrich wiederum geerbt habe, er als Regisseur. Damals für unsere NDR-Kleincomputer-Serie hat man halt doch sehr viel filmisch und fernsehmäßiges verbracht. Dann hatte ich ja auch jahrzehntelang beim Bayerischen Fernsehen mitgewirkt bei der Sendung Computertreff und dann später auch eigene Produktionen gemacht und sowas. Also das Filmhobby ist mir auch noch erhalten geblieben sozusagen. Genau. Es wird im Chat um Werbung gebeten. Das gebe ich ja gerne weiter. Einmal möchte Nice to Sushi wissen, wie man den Shop erreicht, und der Raumfahrer möchte wissen, wo es das Buch gibt. Beides sehr einfach. Also den Shop erreicht man auf www.portsofcall.de. Einfach portsofcall.de. Da ist alles, was man braucht. Download kann man übrigens auch alles, auch ohne Lizenz, einfach mal runterladen und testen, ob es auf dem Rechner funktioniert, und dann zusätzlich am Schluss die Lizenz erwerben. Das läuft wie Shareware, da kann man schon mal spielen mit, das ist kein Problem. Ist ja ein bisschen was eingeschränkt, wenn man keine Lizenz hat. Also von daher. Und das Buch kriegt man auf Amazon unter dem Stichwort Ports of Call. Ich denke und hoffe, dass ich es auch im Shop bei mir verlinkt habe, aber so findet man das eigentlich auch. Das ist jetzt zweisprachig geschrieben übrigens, Deutsch, Englisch. Also das Buch hat 2 Sprachen in einem Buch. Und es gibt aber auch noch eine Kindle Edition, eine Elektronik, also nicht nur Kindle, sondern die E-Book-Version.
einmal in Deutsch und eine E-Book-Version in Englisch. Da habe ich es nochmal geteilt. Da ging es vom Satz besser. Ich habe mir das Buch auch als E-Book gekauft und ich glaube, da ist sogar im ersten Teil eine Anleitung für das Spiel drin und dann technische Details, also da ist alles drin. Dann hat man sozusagen auch gleich eine Anleitung, ne? Oder? Da sind auch Tipps und Tricks und Tipps drin und auch POC XXL ist mit dabei erklärt und POC Sim 3D und 2 und so weiter, ja, genau. Ja, und Source Code Teile sind auch dabei, also wenn da mal schauen will, wie das so funktioniert. Und unser berüchtigter Sound Adapter, den wir damals gebaut haben, für den PC gab es ja damals noch wenig Soundkarten und da hatten wir, das war auch ein Vertrieb über MediaVision, nicht Activision, sondern es gab eine ähnliche Zweigfirma, von denen hatten wir mit denen auch damals Kontakt gehabt, die haben das dann mal eine Zeit lang gebundelt und da hat man diesen DA-Konverter, also einen Dongle, den man auf den Parallelport steckt und da kann man dann einfach einen Kopfhörer oder Lautsprecher anstecken und hat dann den Sound auch gehabt. Ohne dass man eine Soundkarte hatte. Damals war das ja nicht selbstverständlich. So wie die Covox Soundforce oder wie das Ding hieß, ne? Also das ist, finde ich, ein sehr ungewöhnliches Buch, weil es hat wirklich Schaltkreise, Computercode, es ist also ganz viel drin, was man eigentlich gar nicht erwartet von so einem Buch. Ne? Man erwartet ein bisschen Text und die Geschichte des Spiels, aber da ist wirklich ein technisches Level dabei, so richtig cool. Ja, ja genau. Halt von einem Ingenieur geschrieben, man merkt es. Ja. Der Chat bedankt sich und Pixel schreibt nochmal, er hat das nie gespielt, weil das Genre nicht so meins war. Aber jetzt ist er der Meinung, er muss es sich doch nochmal anschauen und bedankt sich für die tollen Hintergrundinfos, auch wenn jetzt ein paar Jahrzehnte verstrichen sind. Und wir bedanken uns auch schon mal für zwei weitere Spenden, die eingegangen sind von Carsten und Gerhard. Vielen, vielen Dank. Wir versuchen ja immer noch unser Museum auch weiterzuhalten und unser Traum wäre auch mal irgendwann, Sie bei uns dann in Hamburg mal begrüßen zu können, vielleicht zu einem Panel oder zu einer Live-Veranstaltung, wenn Corona es irgendwann zulässt. Das können wir auch schon mal gerne anbringen, den Wunsch. Ja, super. Ja, genau. Das mache ich auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe auch, dass wir das Corona-Zeug jetzt mal bald los sind. Die Impfungen fangen ja schon an, aber wird ja noch eine Weile dauern, bis das alles durchgeht. Ja, wie gesagt, wenn noch Fragen sind, gerne in den Chat schreiben oder auch hier im Panel Bescheid sagen. Robin hat sich wieder verdrückt beim Ein- und Ausparken. Wir wissen immer noch nicht, ob er es kann. Nee, ich habe zweimal jetzt es vernünftig geschafft. Ich habe jetzt einmal neu starten müssen, weil ich nämlich tatsächlich mit Sprit alle gegangen bin. Und $1 Million hat es gekostet, das Scheißschiff in den Hafen zu schleppen. Ja, das ist sauteuer. Das hat mir das Genick gebrochen, ja. Sind diese Zahlen realistisch oder hat man sich damals ausgedacht? Ja. Nein, Martin Ulrich ist extra nach London gefahren und hat dort Recherchen angeführt, auch gemacht über die ganzen Wirtschaftspreise und Erträge und mit Leuten gesprochen und so weiter. Also das ist schon so ein guter Durchschnitt. Das stimmt jetzt vielleicht nicht immer absolut, aber die Werte sind realistisch auf jeden Fall, ja. Deshalb kann man es ja auch für den Unterricht verwenden. Das ist durchaus realistisch. Ich habe gerade sehr Glück gehabt. Ich habe ein gebrauchtes Schiff gekauft. 4 Millionen sollte es kosten. Ich hatte das gemacht, wie Sie gesagt haben, 50% angezahlt. Und ich habe gedacht, verdammt, ich habe gar nicht an den Sprit gedacht und das Schiff ist dann 100% voll. Ja, das ist bei den Pre-Owns dann durchaus ein Vorteil. Ja, okay. Die sind eigentlich voll getankt, ja genau. Nur die Low-Cost-Schiffe, die kriegt man einfach so, wie sie gerade rumstehen. Ne? Okay. Ja, jetzt muss man eine gesicherte Fahrt machen und nicht zu schnell fahren. Irgendwas, wo man ein bisschen was verdient, dass man, ja. Das sieht alles scheiße aus. Ich würde jetzt mal auflegen einen Tag. Also es gibt ja das Layup. Mal einfach einen Tag auflegen, genau einen Tag. Jetzt läuft er einmal weiter, dann taucht er wieder auf. Jetzt schauen wir mal, wie da die Charter-Situation ausschaut. Naja, die Frage, das würde ich auf keinen Fall riskieren. Nicht für die Summe, ne? Nicht für die Summe, nein. Das ist alles nicht wirklich besser. Nee, und vielleicht dann noch immer weg. Nochmal auflegen. Dann machen wir nochmal einen Tag und dann gucken wir mal, was passiert, ja, wenn ich einen Tag... Bei dem Ort, dann muss man jetzt den kürzesten Weg nehmen. Das ist dann vielleicht auch keine schlechte Strategie. Ich würde mal Rotterdam nehmen. Dann sind wir weg aus diesem Loch da. Und dann langsam fahren. Also die Einwohner von Lagos bedanken sich bei Ihnen, Freunde. Entschuldigung. War nicht persönlich gemeint, aber in Lagos gibt es halt nicht so viele Frachten. Ne? Oh je, das kann jetzt natürlich böse enden, sowas. Ja, das wäre jetzt Hamburg ein Schmuggelgeschäft geworden. Ne? Ja. Taxhelp auf jeden Fall. Sonst, wir haben das Geld, glaube ich, gar nicht. Genau, dachte ich mir doch. Ja, das war das. Dann.
So, und das möchten wir jetzt live sehen, Robin. Das möchten wir jetzt live sehen. Ich kann mal mit Cursor, das ist schon mal nicht schlecht. Eieiei. Ich kann das mit Cursor-Tasten steuern, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, Cursor-Tasten ist gut. Genau, das geht besser als. Ja. Oh je. Gemein. Ja, je drittländiger das Land ist, desto schwieriger sind die Häfen. Das ist auch so eine kleine Regel noch. Haben die irgendeinen Realismus, die Häfen? Nein, gar nicht, ne? Nein, damals nicht. Bei Pocket XXL sind sie teilweise nach Karte gemacht. Da haben wir es wirklich eingescannt. Aber bei dem anderen nicht, nein. Weil da gibt es, wenn man New York sieht, da gibt es hunderte von Anlegeplätzen. Da findet man bestimmt irgendwas Passendes. Robin versucht es ganz langsam. Nee, ganz langsam versuche ich es eigentlich nicht. Oh ja. Spielst du MS-DOS oder was ist das, Robin? Das sieht nämlich bei dir anders aus. Das ist die Amiga-Version. Die hat auch noch die Wasserzyklen noch mit drin gehabt, ja. Bei mir ist es Amiga. Ich glaube, bei Robin ist es Amiga, was anderes. Ja, das ist die PC-Version. Ah, okay. Ja, bei mir sieht es schöner aus, aber ich komme nicht mal aus Hamburg raus. Also ich habe das gar nicht mehr so schwer in Erinnerung gehabt, aber es ist ja echt schwer. Also mein Schiff ist jetzt ständig. Auch nicht so. Sollte eigentlich leicht sein, ne? Hamburg hier sieht ja ganz leicht aus, aber ist gar nicht so leicht. Da bin ich jetzt auch kaputt gegangen. Geben. Also ganz schnell mal Gas geben zum Drehen und sofort wieder zurücknehmen das Gas. Oh Gott, ich kann nicht, ich will nicht. Ich fahre in die falsche Richtung, nein. Falsche Richtung. Oh Gott. Ja, ich habe das früher gekonnt, ich konnte das. Ich weiß das noch, ich konnte das mal. Ah ja. Ja. Man muss schnell fahren, dass man sich auch ein bisschen zügiger drehen kann. Genau, allerdings dann auch nicht zu schnell, beziehungsweise schnell schon, aber... Dann umändern, ja. Es ist eigentlich wie Parken mit dem Auto, nur viel filigraner. Ja. Eine interessante jetzt Frage haben wir nochmal aus dem Chat, ob das auch für den Autor überraschend ist, wie sich die KI manchmal verhält. Der Pixel hat das Gefühl, manchmal ja, kann das sein? Kann schon sein, ja. Sobald man irgendwelche kleineren Random-Faktoren drin hat und ein bisschen sich Sachen merkt, schon, ja. Robin, wie geht's deinem Schiff? Ja, eigentlich ganz gut. Wenn du mich jetzt nicht ich versuche gerade millimeterweise mich hier das zu. Oh je. Gott, ist das schwer, Robin. Das schaffst du doch nie, oder? Mal gucken. Das nennt man gut zureden. Das ist mein Optimismus. Ja. Das Problem ist auch nicht schlecht. Bist du auch nicht rausgekommen, Arne? Nein, ich bin wieder voll gecrashed eben. Willkommen im Club. Ich komme mir bekannt vor, da war ich auch vorhin. Das ist erfolgreich. Der Einparken bringt einen Punkt. Der Einparken ist ja noch schwieriger als rausfahren. Das ist noch schwieriger, oh Gott. Da muss die Richtung des Falls dann auch stimmen. Ah. Das wird knapp. Ich bin so blöd. Ich kann das jetzt nicht. Vielleicht bin ich auch so aufgeregt. Aber früher ging das. Früher konnte ich das. Ah, schaut gut aus. Das ist doch schon gar nicht schlecht gewesen. So, da mal gucken. Ja. Oh je. Und man beachte die Sanduhr da unten. Die hängt nämlich. Aua. Das tut ja weh. Das ist ja wie eine Potschramm hier. Das gibt Schramm. Oh Gott. Aber ich hab's geschafft. Cool. Übrigens, die Sanduhr-Geschwindigkeit hängt davon ab, ob man Expert-Anfänger-Level oder Mittel-Level nimmt. Achso, das hat mit dem Wirtschaft ja gar nichts zu tun, dieser Auswahl am Anfang, oder? Ja. Die Auswahl bestimmt praktisch, wie viel Zeit man da hat. Das ist ja das schlimmste Spiel, was es gibt hier. Gibt es einen schlimmeren Hafen als den hier? Bestimmt nicht. Nee, ich glaube, der ist ziemlich... Aber du könntest doch rückwärts da rein. Warum wendest du denn jetzt? Ich könnte was? Ja, einfach rückwärts. Er hätte rückwärts fahren können eben. Nee, dafür der steuert da hinten, Patrick. Nicht vorne. Okay, hast recht. Das ist ja nicht wieder ein Auto. Nein. Ja. Zu kurz davor. Also im Chat wird nochmal bemerkt, dass man richtig merkt, dass sie das Spiel immer noch mögen und jedes Detail kennen. Das ist auch wirklich Leute, schön, das jetzt zu sehen. Verstehe ich es. Man kann ja rückwärts fahren. Ich kann hier einfach rückwärts fahren. Ich muss ja gar nicht vorwärts fahren. Dann ist es viel leichter. Oh, hast nein. Du vorhin nicht zugehört, Arne? Ich habe mich versucht umzudrehen. Nein, ich war, habe es nicht gehört vorhin. Ich habe vorhin extra gefragt, ob man rückwärts aus dem Hafen fahren kann. Das geht auch. Ja. Ja, einparken, nein. Das ist der Trick. Herrlich. Es ist wirklich schön. Jetzt wird es doch gleich viel einfacher. Genau. Ich fahre einfach rückwärts raus. Ist doch egal. Oh nein. Es sind auch Vektorgrafiken, glaube ich, die Schiffe, oder? Also es sieht so nach 2D-Vektoren. Genau. 2D-Vektor, ja. Wahnsinn.
Ja, nicht zu schnell, nicht zu schnell fahren. Kostet sehr viel Tonnen, also nicht zu langsam natürlich auch nicht, aber so gemäßigtes Thema, da sowas, ja, ne? So 10 Tonnen, 7 Tonnen. Ah, so, das ist so eine Abwägung, die man machen aber muss. Aber Vorsicht, stopp, haben wir eine Terminfracht, da steht jetzt was, Limit 15 Tage. Da darf man dann nicht langsam fahren, weiter, 13 reicht nicht. Das Schiff, das ist ein Seenfrachter, der braucht 2 Tage Beladung und 2 Tage Entladung. Das sind viel weniger, 11 Tage. Ich würde da lieber so, ja, sowas. Eigentlich fast volle Pulle fahren. Weil wenn jetzt ein Sturm kommt unterwegs, dann wird die Sache eklig. Dann verliere ich einen Tag. Ah, verstehe. Ja, oder man fährt durch Risiko. Und dann verliert man Dings Zustand. Ah ja, na gut, ich versuche es mal in 10 Tagen zu schaffen. Also. In dem Fall muss man es so machen, ja. Wir haben noch mal Fragen aus dem Chat. Einmal von PixelF242. Gab es noch weitere Spiele von Herrn Klein? Wenn nein, lag es an der eingangs geschilderten finanziellen Situation oder der Publisher? Und wie stark vermissen Sie die Entwicklung an Spielen? Das ist in der Tat, das lag damals direkt und nur an dieser Geschichte mit Aegis. Die hat uns irgendwie die Laune so vermiest mit Martin Ulrich zusammen, dass wir erstmal eine Zeit lang gar nichts mehr gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, na, jetzt kann man noch mal versuchen, mit Activision und PC-Variante zu gehen. Auf dem Amiga haben wir ja dann nichts mehr gemacht. Und ja, da fehlte dann die Motivation, einfach nochmal neue Spiele aufzunehmen. Wir haben tatsächlich Drehbücher für 2 weitere Spiele noch immer im Schrank stehen. Eins heißt Make It to Miami und das andere heißt Big Rig, die immer noch nicht umgesetzt sind. Eigentlich irgendwann, vielleicht mache ich es jetzt tatsächlich dann mal und baue die Dinger. Das war leider sehr schlecht, der Einstand. Was für Genres wären das? Gleiche Art. Aber das eine, Make It to Miami, da geht es um Fliegerei und Frachtfliegerei und sowas. Das ist auch eine ganz nette Geschichte. Kuriere? Das wäre dann die Schmuggeläquivalenz praktisch dazu. Ne? Aber auch einfach Frachten auf irgendwelche Inseln, Make It to Miami, auf diese Inselchen dort zu bringen. Und Big Rig haben wir nicht so weit ausgearbeitet. Das ist dann die Variante mit Lastern. Da kann man natürlich auch viel machen. Da gibt es aber auch ähnliche Spiele schon, insofern. Es gibt ein Spiel mit dem gleichen Namen. Ja, das ist dann natürlich auch nicht gut. Das ist klar, weil das natürlich lag offen. Ne? Gibt noch eine Frage oder eine Erinnerungslücke wahrscheinlich von TurboTorte04. Er kann sich noch grob an die Schiffbrüchen erinnern, die man aufsammeln sollte. Und das hat er nie geschafft und verstanden. Er hat die immer gerammt. Ja, man muss den Schiffbrüchigen in gleicher Geschwindigkeit und Richtung anfahren. Also wenn der Schiffbrüchige sich jetzt von links unten nach rechts oben bewegt, dann muss man das Schiff dahin fahren und dann von links unten nach rechts oben bewegen und dann vorsichtig seitlich annähern. Dann kriegt man sie. Wenn man jetzt einfach das Schiff davor stellt und der Schiffbrüchige fährt mit seinem kleinen Bötchen auf das Schiff zu, dann rammt man es. Alle anderen Varianten auch. Das ist quasi so das Äquivalent zu im Windschatten an Bord nehmen. Und tut man normalerweise ja auch mit der gleichen Geschwindigkeit, wie der Schiffbrüchige jetzt auf irgendeinem Bötchen oder was fahren würde, sonst geht er schnell unter. Da braucht man ein bisschen Übung, wenn man es einmal hat, geht's. Eine der häufigsten Fragen übrigens bei mir auch im Forum und so. Gibt, glaube ich, sogar eine Flash-Grafik mit Erklärung, wie es geht. Ja, jetzt schreibt er, klingt doch so logisch, genau. Ja. Sollte ja auch mal ein paar rätselhafte Sachen dabei sein. Das war ja auch Absicht. Hätten Sie damals geglaubt, dass man Jahre später, Jahrzehnte später immer noch über dieses Spiel redet? Nee, das hätten wir nie geglaubt. Das war damals so eine Geschichte, da muss ich auch vielleicht ganz nett, schauen wir mal, was da wird. Aber da hat man nie dran gedacht, dass das so lange bleibt. Das ist ja wirklich ein ewig her. Von den Anfängen der Computer kann man ja schon fast sagen, oder der Spielecomputer. Also ich finde auch die Städte hier sehr schön. Ich bin jetzt in New York angekommen, leider wieder beim Einparken gecrashed, aber jetzt sehe ich hier halt auch New York und es sieht einfach wunderschön aus auch. Das ist Jim Sachs, das ist natürlich eine super, super Grafik. Ich meine, das ist ja ein Kunstwerk, die auf so wenig Pixel, das ist ja, das ganze Ding hat ja nur 320, 240, das sind vielleicht 100 irgendwas Pixel groß. Das unglaublich, ist, ja. Aber die Stadt wird angezeigt. Selbst man sieht hier sogar so Central Park oder irgendwas hier, die Bäume, also Wahnsinn. Mit 3 Pixeln pro Baum. Genau. Es ist auf so einer Matrix gespeichert, da sind alle Städte praktisch auf einem Bild oder 3 Bildern. Es gibt 3 Bilder davon, wo alle Städte drauf sind. Ja, noch eine Frage von Pixel F22, ob die aktuelle Amiga-Szene noch verfolgt wird.
Nee, eigentlich nicht. Also so ein ganz bisschen am Rande schaue ich halt, habe ich auch Kontakt dann immer wieder Permissions geben, dass das Spiel gebundelt wird mit irgendwelchen Simulatoren und so weiter. Das ist ja kein Problem. Aber ich selber mache da nichts aktiv im Moment. Also die Emulatoren habe ich natürlich auch da, aber schwierig da jetzt was Neues an Programmcode zu machen. Und so geht natürlich, wenn man will, das ist klar. Aber dafür gibt es ja noch die anderen Dinge, die auch in der Pipeline stehen bei uns. Ah, hat noch jemand aus dem Panel bei uns Fragen? Also ich bin jetzt bankrott. Ich habe eine Frage zu dieser Weltkugel. Die haben Sie dann auch also in 3D sozusagen programmiert, die da manchmal kommt? Ja, das war witzigerweise das allererste, was ich programmiert habe für den Amiga, sozusagen als Einübung, wie man überhaupt mit dem Amiga irgendwelche netten Programme macht. Ein Polygonfüllalgorithmus gebaut, der das automatisch schön auffüllt. Auch man sieht hier das Auffüllen. Ja, hier ist es gerade, genau. Wenn ich jetzt die Weltkugel nämlich drehe, dann wird das wieder aufgefüllt. Ja, genau. Das sind jeweils immer Punkte im Inneren, von denen aus dann ein Füllalgorithmus läuft. Und die Polygone selber sind von realen Daten übernommen, halt ein bisschen reduziert in der Menge. Und genau, dann haben wir das. Das ist komplett intrinsik, das Ding. Ja. Das braucht man ja eigentlich nicht. Das war jetzt sozusagen einfach als nettes Gimmick, dass es das gibt. Nein, das war ein Gimmick. Wie gesagt, damit mal angefangen zu üben. Ach, das macht sich doch cool. So eine Weltkugel ist nie verkehrt. Kann man eine Orientierung, wo man sich befindet und so. Das ja. Im amerikanischen Markt mussten sie das entfernen, weil die sowieso nicht wissen, wo sie sind, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Also nur noch ein Ball mit der Form genau, der USA drin. Es bleibt in der Sicht, die Arne jetzt hat. Ja, genau. Na, da oben ist schon so eine kleine Kante. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Hier oben ist so eine kleine Kante da. Das ja, die haben wir schon doch komisch aus, aber ungefähr. Ja. Weiß ich nicht, was da, wo das her ist, aber war in einem Datensatz so drin. Also wir haben das einfach übernommen. Ja, toll. Ich war auch früher ein Fan von diesem Encarta Weltatlas, wenn den noch jemand kennt. Aha. Da war das auch so damals ganz beeindruckend, in 3D so eine Weltkugel zu drehen. Heutzutage gibt es das ja Google Earth und so, aber damals war das schon irgendwie was Besonderes. Die Daten werden auch richtig umgerechnet. Also wir haben wirklich die geografischen Daten, weil die Schiffsrouten habe ich digitalisiert mit Atlanten einfach, indem wir das nachgezeichnet haben und dann mit einem Digitizer damals noch mit so einem Monstergerät die Routen nachgefahren und gezeichnet. Und die Koordinaten sind dann auch wieder echte Koordinaten aus dem Atlas, die dann da wieder raufgerechnet werden, auf die Schiffsrouten. Wahnsinn. Ja, dann gehe ich nochmal kurz in den Chat. Falls da was, der Wettersimulator da drüber liegt, also die Wetterzahlen, da ist ein Simulator hinterlegt, der für Sommer und für die Nordkugel und Südkugel und so weiter typische Strömungen in den jeweiligen Regionen beinhaltet und das ist eine Strömungsberechnung dahinter, die ungefähr zeigt, wo was hinströmt und wo man im Schnitt mehr Stürme hat und weniger Stürme hat. Also da steckt auch noch so ein echter Wetter-Simulator dahinter. Hier bei dem alten Ports of Call? Ja, bei dem alten Ports of Call. Ein eigenes Modul, dieser Wetter-Simulator, ja. Das ist unglaublich. Mit Vector ist ganz einfach gemacht. Das ist so ein Gitterraster, was drüber liegt praktisch mit entsprechenden Strömungsvektoren und das wird dann immer wieder iterativ aufgebaut und nimmt immer wieder die neuen Daten, also von dem Hintergrundbild, von den typischen Werten wieder auf, wo die Taifunecken sind und so weiter. Und trägt es dann da wieder ein. Ja, ich denke, wir können nochmal in den Chat gehen. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Pixel schreibt nochmal, es war ein wirklich toller, interessanter Stream. Und vielen Dank an einen sehr sympathischen Herrn Klein. Und er schaut sich garantiert nochmal Ports of Call wieder an und verspricht das hiermit, wie einige andere im Chat auch. Ja, wir bedanken uns für diesen Ausflug mit dem Schiff, auch wenn ich, wie gesagt, ja nicht mal aus Hamburg rauskam heute. Und wir weisen auch nochmal gerne darauf hin, heute Abend haben wir nochmal einen Open Talk, auch da sind Sie herzlich willkommen. Ansonsten machen wir ja freitags unsere Audiostammtische, wenn das mal irgendwann klappt, freuen wir uns auch riesig, weil muss mal irgendwann, genau. Es gibt immer wieder offene Fragen und irgendwann sehen wir uns dann auch hoffentlich mal bei uns im Museum und machen nochmal eine richtig schöne Veranstaltung. Also vielen Dank für diese tollen Infos, vielen Dank auch an alle, die hier mitgespielt haben und versucht haben zu parken. Ich glaube, Ports of Call wird noch länger bei uns in aller Munde sein. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Dankeschön. Ja, danke schön. Auch ja. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.